Hallo Malte, Hallo. du bist ja seit einigen Jahren als Coach und Trainer unterwegs und arbeitest mit Führungskräften und ihren Teams zusammen, um die Vorteile von agilen Denkweisen und Praktiken zu vermitteln. In unserem Gespräch heute ist das Thema agile Agentur und natürlich deine praktischen Erfahrungen im Rahmen solcher Transformationen. Nun, du hast kürzlich ein Projekt auf dem Weg zur agilen Agentur begleitet. Kannst du uns verraten, um was es denn da genau ging? Der Wunsch des Eigentümers der Agentur war unterm Strich gesagt, ich habe eine Agentur, sie läuft gut, ich komme bloß nicht zu den Dingen, die ich eigentlich gerne mache, sondern ich muss mich um Projektmanagement kümmern, die Mitarbeiter kommen regelmäßig auf mich zu, wollen die verschiedensten Dinge haben, aber eigentlich möchte er doch selbstorganisierte Teams haben und das war die Anfrage, wo er sagte, so kannst du uns dabei unterstützen. Sprich, das Ziel war von der Ist-Situation, das heißt, Ressourcen wurden auf Projekte gestafft, hin zu einer Wunschvorstellung zu kommen, wo man sagt, wir haben selbst organisierte, cross-funktionale Teams, die im Kundenauftrag Produkte entwickeln. Und Aha, okay. das ist so die Ausgangslage gewesen und wir stecken auch noch mitten in dieser Transformation zum jetzigen Zeitpunkt drin. Okay, kannst du uns vielleicht noch etwas näher zum Hintergrund dieser Agenturen berichten? Ja, die Agentur sind 35 Mitarbeiter, Inhaber geführt und hauptsächlich beschäftigen die sich mit Entwicklung von Apps, also für Mobilgeräte. Teilweise auch Webseiten, die dann in Mobilgeräten dargestellt werden, aber zum Großteil wirklich native Entwicklung in iOS und Android. Und gibt es denn da unterschiedliche Agenturtypen, die dann allenfalls auch Unterschiede in der Anwendung von den agilen Methoden verlangen? Ja, wo das jetzt wirklich eine reine Softwareagentur ist, die Softwareentwicklung als Schwerpunkt hat, habe ich auch mit zwei weiteren Agenturen in der Vergangenheit zu tun gehabt. Eine war eine Strategieagentur oder wie es so schön, wie sie sich nannten, eine Digitaltransformationsagentur. Das heißt, bei denen lag nicht so sehr der Schwerpunkt auf der Entwicklung einer Software oder Applikation, sondern auf der Entwicklung der Strategie mit dem Kunden, des Designs und danach gegebenenfalls noch der technischen Umsetzung. In so einem Fall haben wir relativ wenig am Anfang nur mit Scrum zu tun gehabt, sondern da ging es bei der strategischen Entwicklung von Projekten sehr viel auch um das Thema Design Thinking, Lean Startup Gedanken. Das waren so deren Schwerpunkt, Herausforderungen, auch wenn man dort dann gesagt hat, okay, man versucht es mit Kanban und Scrum langfristig zu arbeiten. Und die andere Agentur, mit der ich relativ viel zu tun habe, ist eine Übersetzungsagentur, die auch Contentproduktion macht. Und in der Übersetzungsagentur ist vollkommen klar, da funktioniert Kanban mit klassischen Projektmanagement-Ansätzen super, weil dort die Herausforderung ist, man hat relativ viele Projekte, ziemlich kleinteilig, sehr stark arbeiten mit vielen Freelancern, also gar kein festes Team, sondern der Projektleiter sucht für jeden Übersetzungsauftrag seine eigenen Freelancer zusammen. Und in der Contentproduktion wird auch sehr oft mit Freelancern zusammengearbeitet, die dann über Automatismen in der Softwareplattform, die sie benutzen, auch das weitergeben, also das Handover von dem einen Content-Teil in den nächsten oder die Aggregation oder dann weiter in den Bereich Desktop Publishing, um die Texte dann zu setzen oder in die Zielplattform einzuspielen, praktisch zu präsentieren. Und dort ist dann die Herausforderung eher, wie kriegt man die einzelnen Teile aufeinander abgestimmt, dass sie jedes Mal wieder neu zusammengewürfelt werden und es auch keinen Sinn macht, mit einem festen Team zu arbeiten. Da ist also der Schwerpunkt eher bei den Projektleitern zu gucken, wie kriege ich meinen Durchfluss optimiert.
Sehr interessant. Du hast jetzt vorhin kurz erwähnt, dass du eine Kombination hast von Kanban und klassischem Projektmanagement. Gibt es dann noch Agenturen, die oder funktioniert das klassische Projektmanagement, so wie wir es gekannt haben, überhaupt dann noch in diesem Umfeld? Ich würde mal sagen, wenn man kleinteilige Projekte hat und einen hohen Projektdurchsatz, sowas wie bei der Übersetzungsagentur, da funktioniert klassisches Projektmanagement durchaus. In dem Augenblick, wo wir allerdings in den komplexeren Bereich gehen, sowohl jetzt bei der Agentur, die die digitalen Transformationen strategisch vorbereiten, merkt man bereits schon, was bei der Entwicklung von Strategien sehr viel eher agilere Ansätze gemäß dem Agilen Manifest gewählt werden. Und spätestens in der Softwareentwicklung für Agenturen hat sich herausgestellt, dass gerade in der Zusammenarbeit mit dem Kunden es keinen Sinn mehr macht, dass der Kunde ein Lastenheft über den Zaun wirft und dann hofft, dass das, was er gerne hätte, nach 3 Monaten umgesetzt wird. Sprich, in dem Umfeld hat sich für die Agenturen sehr bewährt, mit kurzen Entwicklungszyklen und starker Einbindung des Kunden auch zusammenzuarbeiten. Sprich, also mit der Agentur, wo ich zurzeit noch zusammenarbeite, die die Apps entwickelt, da sind wir wirklich auf Scrum gegangen und arbeiten auch mit dem Product Owner auf Kundenseite zusammen. Also durchaus ähnliche Motivation wie auch übrige Projekte dazu bewegt, von der klassischen Projektmanagement auf das Agile zu wechseln, entnehme ich da deiner Antwort. Die Motivation ist dieselbe. Das Spannende bei den Agenturen ist nur, dass die meisten Projekte ein Team agenturseitig nicht voll auslasten. Das heißt, wenn wir sonst von Skalierung reden, in der Regel die Herausforderung haben, wir haben mehrere Teams, die an einem Produkt zusammenarbeiten, ist es bei den Agenturen oft noch so, dass es ein Team gibt, was an mehreren Kundenprodukten zeitgleich arbeitet, weil ein Kunde über einen längeren Zeitraum das Team mit seiner Produktidee nicht vollkommen auslastet und teilweise auch Produkte sehr viel schneller, ich sag mal, den End of Life erreichen. Sprich, der Kunde möchte für eine bestimmte Aktion, für ein bestimmtes Thema, für eine Marketingkampagne ein Produkt haben, was dann allerdings, nachdem die Messe, die Marketingkampagne abgeschlossen war, auch nicht weiter gepflegt wird. Dementsprechend macht es keinen Sinn oder relativ wenig Sinn, das Team voll auf diesen einen Kunden zu lassen, weil das Team ja danach wiederum andere Aufträge annehmen muss. Und so findet dann meistens, ja, sag mal, so eine Auslastung des Teams dahingehend statt, was kann das Team sinnvoll an mehreren Produkten zeitgleich umsetzen? Ziel in der jetzigen Agentur ist jedoch zu sagen, maximal 2 Produkte pro Team. Das schon. Wenn wir noch ein bisschen beim Produktegeschäft bleiben, hast du da gemäß deiner Erfahrung irgendwelche Unterschiede festgestellt in der Entwicklung im Umfeld von solchen Agenturen? Die meisten Agenturen, mit denen ich in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet habe, die nicht agil gearbeitet haben, haben das Produkt so lange entwickelt, wie das Lastenheft gewesen ist. Das heißt, sie haben das Lastenheft abgewickelt und haben danach das Produkt dem Kunden gegeben und der Kunde war mehr oder weniger glücklich damit. Die Herausforderung ist jedoch, dass dabei nicht auf Langfristigkeit geguckt wurde, sondern auf Geschwindigkeit, um das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu liefern. In dem Augenblick, wo Agenturen anfangen, weg vom reinen Projektgeschäft, wo sie sagen, nach Projektabschluss ist das Thema durch, ich bekomme vielleicht ein anderes Projekt bei dem Kunden, aber ich muss nicht dieses Produkt weiterpflegen. In dem Augenblick, wo dort umgestellt wird und gesagt wird, okay, wir wollen zusammen mit dir, lieber Kunde, dieses Produkt langfristig gemeinschaftlich entwickeln. In dem Augenblick ist auch ein ganz anderer Fokus in der Art der Softwareentwicklung bei dem Team. Es findet auch ein stärkeres Commitment der Teammitglieder und eine stärkere Identifikation der Teammitglieder mit dem Kundenprodukt statt. Sehr interessant. Du hast ja verschiedene Agenturtypen erwähnt.
Kann man trotz der Unterschiede ein Startszenario einer Agentur skizzieren, die agil arbeiten möchten, oder ist das sehr individuell? Man kann ein grundsätzliches Startszenario dahingehend ableiten, indem man sagt, ist es eine Agentur, die eher kleinteilige Projekte mit sehr viel unterschiedlichen Mitarbeitern und Freelancern durchführt? Wenn das der Fall ist, würde ich an der Stelle eher sagen, wo können wir optimieren? Im Übersetzungsgeschäft, mag sich jetzt etwas komisch anhören von jemandem, der aus der agilen Softwareentwicklung kommt. Bei den Übersetzungsagenturen läuft dabei sehr, sehr viel auf Prozessautomierung durch die Software statt. Das heißt, möglichst viele Arbeitsschritte, wo sonst früher der Projektmanager in der Agentur eingebunden wurde, diese so weit zu automatisieren, dass er sich auf Ausnahmesituationen, Kommunikation mit dem Kunden und gegebenenfalls Rückfragen von den Übersetzern oder Proofreadern oder sonstigen Freelancern konzentrieren kann. Wenn wir dann eher in den Bereich der wirklichen Entwicklung und eher in die also in die komplexe Domäne reingeraten, ab dann wird es schon interessant, sich darüber Gedanken zu machen, macht ein Ansatz rein nach Kanban. Das heißt, wir fangen da an, wo wir zurzeit stehen und versuchen eigentlich unseren Wertefluss zu optimieren, den wir unseren Kunden liefern. Reicht uns das aus? Oft genug sagen die meisten, das können wir mal so probieren, stellen dann allerdings fest, dass sie davor eigentlich ein Team brauchen. Das heißt, selbst wenn man sagt, wir fangen da an, wo wir zurzeit gerade stehen, ist die erste Erkenntnis, um besser zu werden, ist es sinnvoll, mit stabilen Teams zu arbeiten. Und das ist so, wenn man von etwas redet, was die erste Umstellung ist, dann ist es wirklich dieser Gedanke, wir haben ein festes Team. Und wir haben nicht mehr einzelne Ressourcen. Damit anfangen. Danach kann man dann gucken, in welche Richtung kann das Team gehen. Das hängt auch ein bisschen von den Kundenaufträgen ab. Wenn man Kunden hat, die langfristig an einer Zusammenarbeit an einem Produkt interessiert sind, ist es viel einfacher, sowas wie Scrum einzusetzen. Haben wir allerdings Kunden, die eher sagen, wir wollen einzelne Aufträge haben, die eventuell noch nicht mal ein ganzes cross-funktionales Team benötigen, dann muss sich man auch als Agentur die Frage stellen, ist das ein geeigneter Kunde für das Projekt-Setup, was wir haben wollen? Also wenn man sagt, wir wollen cross-funktionale Teams haben, oder stellt man an der Stelle eher fest, dass man sagt, okay, wir haben so viele Anfragen, die eher nicht cross-funktional sind, sondern nur auf eine bestimmte Skillset oder eine bestimmte Domäne gehen, ist es dann eventuell nicht sinnvoller, unsere Teams so zu strukturieren, dass wir sie gemäß ihrer eigenen Domäne, zum Beispiel nur Designer oder nur Frontend-Entwickler, in ein Team packen und dann alle Kundenaufträge versuchen, möglichst zügig durch dieses Team durchzuschleusen, womit wir wiederum bei Flussoptimierung wären. Du hast das Stichwort Verträge genannt. Gibt es im Zusammenhang mit den Agenturen besondere Regeln für agile Verträge? Gibt es dort so etwas auch? Ja, oft genug ist es eine Herausforderung mit dem Einkauf, darüber zu reden, um zu klären, wie kann man einen Vertrag so gestalten, dass man regelmäßige Lieferungen hat, aber am Anfang des Produktes oder der Lieferung noch nicht genau weiß, was am Ende dabei rauskommt. Es gibt dazu in meinen Erachtens ein sehr, sehr gutes Buch, was wirklich agile Verträge heißt, wo die unterschiedlichen Szenarien auch rechtlich mal beleuchtet werden. Im konkreten Fall jetzt bei der Agentur mit der Softwareentwicklung haben wir drei unterschiedliche Ansätze. Der eine ist zu sagen, wir gehen wirklich auf Time and Material. Das heißt, der eine Kunde hat gesagt, okay, ich beauftrage euch so lange, wie ich gut mit euch zusammenarbeiten kann und das wird einfach nach Time and Material am Ende abgerechnet. Mit dem anderen Kunden wurde gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht so sehr auf Zeiterfassung, sondern wir sagen, du hast von dem Team 40% der Kapazität und das Team kostet als Ganzes im Monat so und so viel.
Und dann wird basierend auf dieser Kapazität, was auch so ein bisschen Time and Material ist, bloß da gibt es keinen Stundennachweis mehr, sondern da wird wirklich nur nachgewiesen, was wurde in den Sprints geleistet. Und diese Lieferung wurde dann zusammen mit der Rechnung als Bestandteil des Rahmenvertrages genommen. So dass man auf die Art und Weise hinkommt und sagt, okay, wir haben ein Team, was als Ganzes verkauft ist. Und die dritte Variante ist, dass man, ich sag mal so, einen agilen Werkvertrag versucht hinzubekommen. Das heißt, man sagt, ungefähr das und das ist, was wir uns am Ende erwarten. Das Team sagt, so und so viele Sprints benötigen wir da bis dahin. Und dann hat man gesagt, okay, man baut noch einen zusätzlichen Puffer ein, weil man weiß, während der Entwicklung kommen Change Requests zustande. Das heißt, man hat noch zusätzliche Sprints als Puffer eingebaut, gemeinschaftlich mit dem Kunden und einfach vereinbart, wenn man diese nicht nutzt oder nicht braucht, kann der Kunde entscheiden, ob er den Puffer in Anspruch nehmen möchte für weitere Entwicklungen oder ob man einfach sagt, das Thema, das Produkt ist soweit entwickelt. Wichtig dabei ist, immer mit kleinen Produkteinheiten zu arbeiten, also maximal 3 Monate im Voraus, ist so auch immer dieser Ansatz, ein Minimal Viable Product am Ende zu haben, das wirklich auch alleine überlebensfähig ist, aber trotzdem nicht so groß ist, dass es alle möglichen Features beinhaltet. Das dient auch dazu, Vertrauen zwischen dem Kunden und der Agentur zu schaffen. Gerade wenn man als Agentur mit dem Kunden noch nicht zusammengearbeitet hat, lohnt es sich auch am Anfang erstmal kleinere Einheiten umzusetzen, um das Vertrauen auch auf Kundenseite zu haben, dass ich eine größere Beauftragung machen kann, ohne eine Garantie einer Lieferung zu haben. Sehr spannend. Wenn du jetzt so an deine Projekte denkst, wo am Ende eigentlich immer eine möglichst erfolgreiche, agile Transformation steht, gibt es da spezielle kritische Erfolgsfaktoren, die für dich wichtig sind oder vielleicht sogar spezifisch für solches Agentur, für solche Agenturen? Das Allerwichtigste ist, cross-funktionale Teams finden und etablieren. Ohne diesen ersten Ansatz, und das ist die größte gedankliche Hürde, durch die die meisten Agenturen müssen. Bisher war es so, wir haben unsere verschiedenen Menschen, die haben ihre Skillsets und wir planen sie auf die einzelnen Projekte und teilweise werden sie halt überlastet oder man versucht das irgendwie so hinzubiegen, dass es irgendwie in den Projekten so gerade hinhaut. Der Gedanke zu sagen, wir haben jetzt ein festes Team, was in der Lage sein muss, alle möglichen Kundenaufträge selbstständig zu lösen und zu bearbeiten, ist etwas, was sehr viel Zeit benötigt, in den Köpfen umzusetzen. Teilweise geht es schneller, teilweise geht es langsamer. Aber insbesondere schwierig ist vor dem Hintergrund, was sind denn eigentlich unsere Arten von Projekten, die wir bekommen? Was sind die Kundenaufträge, die wir typischerweise bekommen und was sind die Skillsets, die wir dafür benötigen? Welche dieser Kundenaufträge will man in Zukunft nicht mehr einsetzen? Was möchte man einfach nicht mehr machen? Zum Beispiel war bei der Agentur der Punkt, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen keine reinen Designaufträge mehr machen. Die haben gesagt, wenn, wollen wir wirklich mit dem Kunden zusammen eine Applikation entwickeln und reines User Interface Design ist für uns uninteressant. Das ist allerdings auch am Anfang erst rausgekommen. Und dementsprechend ist diese Beschäftigung damit, was ist eigentlich das, was wir erreichen wollen und was für Kundenaufträge wollen wir eigentlich haben und daraus abgeleitet, welche Teams benötigen wir und wie schneiden wir diese idealerweise zusammen, ein absoluter Erfolgsfaktor. Und dann kommt natürlich noch in Anführungsstrichen erschwerend hinzu, dass wenn man mal gesagt hat, okay, auf die Art und Weise wollen wir unsere Teams strukturieren, muss man ja auch noch die entsprechenden Menschen dafür finden. Weil nur weil ich gesagt habe, das ist die Skill-Zusammenstellung, habe ich ja noch nicht die Menschen gefunden, die da gut zusammenpassen. Und diese möchte man natürlich auch in dem ganzen Prozess gut mitnehmen, gut begleiten. Und teilweise sind Entwickler auch gewöhnt oder auch Designer, alleine vor sich hinzuarbeiten, nicht in Teams zu arbeiten. Und diese Arbeit
dieses Verständnis auch dafür zu entwickeln, dass man als Team regelmäßig auch zusammenarbeitet, regelmäßig auch über die eigene Domäne hinaus und sich auch darüber Gedanken machen muss, dass man zum Beispiel als Entwickler im Design unterstützen kann, wenn Design gerade in der Anfangsphase bei einem Projekt sehr stark eingebunden ist in konzeptionelle Arbeit. Und das sind alles so, das ist meines Erachtens nach so der schwierigste Teil, gerade bei Agenturen, weil sonst hat man, wenn man von einer agilen Transformation redet, in der Regel schon irgendwie geartete Teams, die zwar dann auch noch zusammengestellt werden oder wo man nochmal guckt, ist es eventuell sinnvoller, cross-funktionaler zu schneiden oder wie kriegen wir ein End-to-End-Team hin, was wirklich eine Komplett-Lieferverantwortung bekommt. Aber oft sagt man, wir fangen mit existierenden Teams an, da diese Teams öfters in der Lage sind, alleine und selbstständig Wert zu liefern innerhalb eines Produktes. Sehr spannend, du hast ja sehr schön aufgezeigt, dass verschiedene Aspekte von so kritischen Erfolgsfaktoren gibt. Im Rahmen von deinen Projekten, von deinen Erfahrungen, war da mehr so ein bisschen die Methoden, die agilen Methoden, die Techniken die Hauptschwierigkeit oder war es doch eher im Bereich der Menschen, der Kollaboration zu suchen? Wo hast du die größten Herausforderungen jeweils festgestellt? Ich würde sagen, in der Kollaboration, was weniger damit zu tun hat, dass sie Menschen nicht willig waren, sondern eher, dass sie es nicht gewohnt waren, so zu arbeiten. Und die Methoden und Techniken helfen dabei, wobei ich jetzt gerade auch in der Softwareagentur sagen kann, teilweise merkt man, dass noch sehr, sehr große Unterschiede zwischen dem, was der Standard in der Softwareentwicklung sein sollte, also Best Practices aus der XP-Ansicht, die verschiedensten Varianten, die wir aus Extreme Programming kennen oder wo man auch sagt, das ist, wie Teams gut Ende zu Ende liefern können und nachhaltig. Dieses Wissen fehlt teilweise auf der technischen Ebene in den Teams, weil es bisher nie notwendig war. Viele der Methodiken, die wir im Extreme Programming haben, dienen dazu, ein Produkt auch langfristig wartbar zu machen und weiterentwickelbar zu machen, dass man kontinuierliches Refactoring betreiben kann, dass man versucht, über automatisierte Tests dafür zu sorgen, dass wir schnell neue Funktionalität hinzufügen können. Wenn man bisher gewohnt war, ich entwickle, ich übergebe es und danach höre ich davon nichts mehr, dann ist das eine komplett andere Art und Weise zu arbeiten. Und dementsprechend musste man sich da bisher auch nicht so sehr mit diesen Techniken beschäftigen. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, das Menschliche ist eher der Bereich, dass man sagt, wie arbeiten wir zusammen und diese gedankliche Umstellung, dass man sagt, wir arbeiten jetzt wirklich auch cross-funktional zusammen. Aber teilweise ist es auch so, dass technische Best Practices schlichtweg fehlen, weil sie bisher nie benötigt wurden. Okay. Was wiederum eigentlich, wenn wir jetzt deine Rolle vielleicht noch kurz anschauen, vor entsprechende Herausforderungen stellt, was ist deine Ansicht, was ein guter, agiler Coach in deinem Arbeitsumfeld auszeichnet? Frühzeitig erkennen, wann er die Teams überfordert. Das ist eine Erfahrung, die ich so zwei, dreimal gemacht habe, wo ich, weil ich auch durchaus mit sehr, sehr guten Teams gearbeitet habe, die ein hohes technisches Skillset aufweisen, dann die Übertragung mache und sage, okay, so müssten ja andere Teams auch arbeiten, weil es hat sich ja wirklich erwiesen, also Extreme Programming und die ganzen Methodiken sind jetzt nicht neu. Das sind jetzt schon 20 bis 30 Jahre Praktiken dahinter. Und die Realisation als Coach an der Stelle zu sagen, versuche die Teams auch langsam an diese Themen heranzuführen. Die Bereitschaft, mit den Teams zu arbeiten und ihnen auch den Raum zu geben, selbstständig ihre Lösungen zu erkennen,
auch wenn man ihnen aufzeigen sollte, was typischerweise funktioniert, weil ihr Lösungsraum oder das, was sie kennen, noch relativ eingeschränkt ist aufgrund ihrer Erfahrungen in der Vergangenheit. Das heißt, da ist die Hauptherausforderung als Coach, so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür zu bekommen, wie weit kann ich mit dem Team gehen, ohne das Team zu überfordern? Und die Überforderung an sich ist noch nicht mal das wirkliche Problem an der Stelle. Es ist eher nur das Problem, dass das Team dann plötzlich erkennt, da ist diese große Welt und so viel haben wir eigentlich noch vor uns, um gut zu werden und dann ein bisschen wie Kaninchen vor der Schlange. Und so die Erkenntnis zu gewinnen, was sie alles nicht wissen oder wo sie sich überall verbessern könnten und dann so die Angst vor dem nächsten Schritt zu haben. Und das zu unterstützen und zu steuern, das ist in meiner Erfahrung so eine der Hauptaufgaben, wo man als Coach drauf achtet. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung sind dann ganz andere Themen plötzlich spannend, wo man dann gemeinschaftlich mit der Geschäftsführung sich über strategische Themen Gedanken machen kann und dort eher ein Coaching hinbringt, wie kann die Agentur strategisch sich selbst aufstellen? Wie kann man in der Führungsmannschaft der Agentur die Leitplanken setzen, damit die Teams gut arbeiten können? Wie kann man sich selbst auch zurücknehmen? Aber es ist eine ganz andere Art der Herausforderung, als die Arbeit mit den Teams an der Stelle. Das sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche und darüber sollte man sich als agiler Coach auch immer wieder im Klaren sein, dass man auch mit zwei unterschiedlichen Ebenen arbeitet, wenn man bei einer Agentur in die Transformation geht. Aber unterstreicht eigentlich auch wieder sehr schön, wie du das vorhin erwähnt hast, dass da der Aspekt oder der Faktor Mensch eine größere Aufmerksamkeit bedarf, um eben erfolgreich zu sein, dass es nicht genügt, sich nur um die Techniken oder die agilen Methoden selbst zu kümmern. Wenn wir jetzt so ein bisschen von der Challenge oder Herausforderung gesprochen haben, gibt es auch, um einen positiven Abschluss von diesem Interviewgespräch zu finden, gibt es da auch irgendetwas an deinem Job, trotz allen Herausforderungen, dass du eigentlich sagst, doch, das macht auch richtig Spaß? Ja, die Herausforderung, die ich eben genannt hatte, mit den Teams zu arbeiten, so herausfordernd es ist, es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Teams zu arbeiten, weil man einfach merkt, wie sie anfangen zusammenzuarbeiten und plötzlich diese Realisation zu haben, dass es schön sein kann, auch mit anderen Menschen gemeinschaftlich zeitgleich an einem Thema zu arbeiten und dann zu sehen, wie die Interaktion zwischen den Menschen, die vorher eher, ich sag mal, mit Kopfhörern alleine abgeschieden an ihrem Arbeitsplatz gesessen waren und nicht sich großartig interessiert haben, was von links oder rechts kam, weil es gibt ja Jira und da ziehe ich mir einfach mein nächstes Ticket raus. Hinzu, wir arbeiten gemeinschaftlich dran, wir fragen einander auch um Hilfe und wir sind auch interessiert, über den eigenen Horizont hinaus andere Dinge uns anzugucken. Das macht unglaublich viel Spaß und da ziehe ich persönlich sehr, sehr viel Energie raus, den Menschen dabei zuzugucken, sich so als Team zu formen. Und das macht definitiv, also mir persönlich sehr viel Spaß. Neben der Arbeit mit der Geschäftsführung, was eher so den Hintergrund hat, dass ich recht viel Spaß an strategischen Themen habe. Und dann mit einer Geschäftsführung sie coachend dahin zu bringen, selbstständig eine Strategie zu entwickeln und diesen Prozess zu sehen, finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Teilweise wird man dann natürlich auch um seine Meinung gefragt, was dann auch Spaß macht, sich darüber auszutauschen, wobei man dann allerdings schon klar die Rolle des Coaches verlässt und eher in das Thema Beratung geht oder Sekundärberatung. Darüber muss man sich auch vollkommen im Klaren sein. Also, wo verlasse ich plötzlich meine Coaching-Rolle? Ja, Aber wie gesagt, das ist das, was richtig viel Spaß macht und das ist etwas, was mich auch jedes Mal wieder motiviert, so mit den Teams zu arbeiten. ich denke, Dieses
Ja, bitte. So dieses Strahlen in den Augen zu sehen, wenn sie auch mal was geschafft haben, gemeinschaftlich. Also ja, das ist es. Super, aber ich sage, mit diesem sehr positiven Schlussvotum und sehr positiven Eindrücke bedanke ich mich ganz herzlich, Walter, für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg in deiner Arbeit. Danke dir, Andreas, und es hat mich sehr gefreut, das Interview mit dir führen zu können. Danke dir. Danke. Okay.